Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ich wollte schon Gothic 2 die Nacht des Raben sagen, aber sind wir immer noch nicht, also schon lange nicht mehr. Nein. Ich bin noch im Kamm. Ah, okay. Lampenölkiste, ah. So nicht. Okay, hier ist irgendwer noch hinter mir her. Okay, aber das ist dann, wenn hier die Lampenölkiste ist, dann ist das hier die Höhle von Ortega. Definitiv, ich speichere noch einmal, bevor wir da weitergehen. Dir werde ich's zeigen. So, der sieht aus wie ein schwerer Brocken. Kommt er? Da kommt er. Okay. Gehen wir hier hin. Oh, schwerer Bandit ist er da. So, den haben wir auf 150. So, nimm alles. So, der nächste bitte. Kann dir doch egal sein. Dir werde ich's zeigen. Ah, jetzt kommen die zu zweit. Okay. Ich hoffe, die kommen. Jo, da kommen sie schon. Leichter Bandit, okay. So, nimm alles. Der hat auch eine Laute. So, nehmen wir mit. Und speichern. Okay, leichte Banditen können wir auch zwei auf einmal erledigen. Dir werde ich's zeigen. Okay, wieder ein schwerer Brocken. Bleib stehen. Bleib stehen, du Lump. Na komm, komm boxen, komm. Krieg ich dich doch noch? Ja, komm. Komm, wir boxen uns hier, wo mehr Platz ist, ja? Ah, Ortega. Das ist es. Das ist der. So, die Banditenplage der Küstenregion. Okay, Ortega haben wir erledigt. Das war der. Jetzt wirst du was erleben. Ah, okay, die kommen hier jetzt zu zweit, verdammt. Mit den großen Dingern. Bleib stehen! Ja. Okay, das wird übel gegen den. Okay, geschafft. Nein, das Falsche getrunken. Habe jetzt aus Versehen auf die 5 gedrückt.
So, die helle Bade nehme ich. So. Drücke ich auch noch aus Versehen auf die 5. So, ah ja, und nochmal ein bisschen was voran. So, dann ist hier nur noch einer, glaube ich, oder? Jetzt wirst du bluten. Ja, hier ist nur noch einer. Ah, ne, die sind da gleich da vorne. Kann der auch mal näher kommen? So, das würde mir passen. Den erledigt. Leichter Bandit. So. Nein. So, okay. Jetzt einmal ganz kurz hier. Und heilen. So, nochmal so. Der kommt gleich ein bisschen näher. Da ist er schon. So, komm. Bleib liegen. Nein, nicht der Hocker. Den Banditen plündern. Die helle Bade. Den Pfeil. Okay, jetzt liegen hier aber auch sehr viele Pfeile. So, der Dietriche. So, seinen Reis nehmen wir auch noch mit. So, die Truhe. So, warte, da war ein Pfeil. Und noch ein Pfeil. Gold. Zu schwer. So, die Pfeile. Zu schwer. Zu schwer. So, ich will das Pfeil. Oh, noch mehr Lampenöl. Oh, ein Schatz. Zu schwer. Viel Gold. Noch ein Pfeil. So, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen was fordern, können wir die da hinten auch noch schaffen, die beiden. Das sind die letzten beiden, glaube ich, oder? Ja, das sind nur noch die zwei, ja? So, haben wir. So, nehmen wir mit. So, Lampenöl. Zu schwer. Ach, toll. So, Fackel. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo noch was ist. Wie viel Lampenöl haben wir? So, Lampenöl. 4 von 5. Da ist aber noch eine. Lampenölkiste. Und noch ein Pfeil. Das waren doch, glaube ich, 5, oder? Lampenöl für Adair. Haben alle Kisten mitgenommen. Ohne Öl, wie viel waren das? Wir haben wenigstens Ortega gefunden.
Ist noch ein Pfeil. Nochmal ganz sicher gehen, dass hier keine Kiste rumliegt. Dass hier keine vergessen wurde. So. Nehmen wir alles mit. Abgebrochen. Okay, noch einmal. Waren das alle? Alles an Lampenöl? Knüppel? Die hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ja, die hatten wir schon. Okay, nice. Dann können wir einmal Bescheid sagen. Ortega ist hinüber. Und dem anderen da den sein Lampenöl wiederbringen. Der wird sich freuen. So. Wir müssen eh hier rum. Ach nee, wieso ist die Blutfliege jetzt genau hier? Der war doch hier, oder? Ioma oder so irgendwie hieß der. Da, genau, da ist er ja. So, Ioma, hier hast du dein Lampenöl. Hier hast du dein Lampenöl. Wirklich? Danke, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies als Dank für deine selbstlose Tat. Ich werde sofort nach Ardea aufbrechen, bevor mir mein Öl wieder gestohlen wird. Achso, der Banditenboss Ortega ist tot. Der Banditenboss Ortega ist tot. Tatsächlich? Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Die Orks sind schon schlimm genug, da brauchen wir nicht auch noch Banditen. Jo, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er so? Komm, ich verkaufe ihm ein bisschen was. Der hat 23.000 Gold. Rostiges Schwert. Knüppel. Bogen. Eine Armbrust, abgenutzte Armbrust sogar, die Stachelkeulen, dann Hellebarden, so, dann haben wir hier vier Schilder, so, so, dann haben wir hier eine Schaufel, die braucht man nicht, die Löffel, die Laute. So, leere Fläschchen haben wir wieder. Ich weiß nicht, brauchen wir die Felle eigentlich für irgendwas? Oder Hirschgeweihe? Horn des Bisons? Komm, ich verkauf die mal mit. Wir werden Jagdskill so oder so früher oder später noch lernen. So, so, und dann ein Goldausgleich. Genau, die Richtung. Dann sagen wir Kapdun auch nochmal Bescheid, dass Ortega tot ist. Zu Cyrus, glaube ich, hieß der. Wem konnten wir noch Bescheid sagen wegen Ortega? Wer war da alles?
hätte aber gedacht gehabt, Ortega wäre wirklich irgendwie ein bisschen mehr irgendwo unten an der Küste, statt hier irgendwie ein bisschen schon mehr im Festland. Noch mehr Ärger. Okay, ihm konnten wir nicht Bescheid sagen. Dann war es wirklich nur Cyrus. So, wo ist denn der Dude? Hier chillt er. Ortega ist tot. Ortega ist tot. Was denn? Wirklich? Schade. Und ich dachte, jetzt geht's richtig los. Naja, dann werde ich mal wieder Nachtwache schieben. Jo, aber wenigstens nochmal 250 Erfahrung. Zeig mir deine Ware. So, der hat noch Orksöldner-Rüstung. Lassen wir mal. Gucken wir mal, was haben wir noch für hier? Die Truhe des Alchemisten. Was gibt's in Kapdun? Dieser dicke Alchemisten Kapdun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. So, erstmal gucken. Lernpunkte haben wir 0. Sonst hätte ich jetzt vielleicht nochmal Schlösser knacken gelernt oder so. Schwere Schlösser. So, aber wir gehen noch mal kurz nach Reddock. Wir gucken mal, was, ob wir da gleich eine bessere Rüstung uns leisten können. Also, ich schiele tatsächlich wirklich schon auf die Paladin-Rüstung hin. Ach, wir gehen erstmal schlafen. Hier, der hat doch nichts dagegen, dass wir hier ein bisschen pennen. Dann ist es wieder hell. So früh am Morgen ist immer gut. So. Die Frage ist auch, kriegen wir dann noch einen Paladin-Helm? Gibt's sowas? Oder was ist eigentlich die beste Rüstung hier im Game? So, ich will aber oben rum. Ich will zu Gelfort direkt. Nice. Den haben wir. Gib wieder Fleisch. Ich sehe gerade nichts. Da, hier, da ist die Treppe. Was kann denn schon groß passieren? So, Gelfort, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Söldnerarm? Ja, okay. Die sind alle gleich. Das ist das Schwächste. Und schön. So. Leichte Rebellenrüstung, die haben wir ja gerade. Das wäre für 20.000. Die wäre 5.000. Aber wenn ich meine jetzt verkaufe. Was, wenn. Erstmal hier nochmal. Nein! Ich wollte ans Lagerfeuer. Lagerfeuer. So. Ich habe wieder Fleisch. So, beide. Dann gehen wir nochmal runter. An die Schmiede und gucken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was schmieden können. Ich hoffe, was wir haben, reicht. Wenn wir wieder schmieden können.
So, Cliff. Hast du nichts zu tun? Zeig mir deine Ware. Hat er schon bessere Sachen? Ein Bastardschwert. Macht, also für 180, so macht er sogar 80 Schaden, aber ist nicht vergiftet. Da ist mein Orkschlechter. Warte, Bonustalent Orktöter, warte mal. Den haben wir wieder verloren. So. Dazu fehlen mir die Zutaten. Wolfsfelle. Ah, okay. Ja, gut, dann... Zeig mir deine Ware. Dann hier, nimm die Dinger. So, Goldausgleich. Behalt sie. Dann können wir aber zumindest Heiltränke machen. Die werden auch langsam knapp. Wir sind bei 30. Hier war es nicht. Da war der Sebastian. So, 4 Stück. Wir gehen da hinten durch die Höhle. Dann machen wir uns wieder auf den Weg Richtung Montera. Und nochmal kurz speichern. Denn ich glaube, hier werden wir eh erstmal nichts machen können. Hier in Redok und so. Redok, Khatun, Adea, da gibt es nichts Neues. Und wir können uns auch nicht eine bessere Rüstung gerade leisten oder eine bessere Waffe. Beziehungsweise besser, das Bastardschwert könnten wir uns schon leisten, aber den können wir eventuell auch wieder finden. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwie vergiftet oder krank werde. Und das mit der Ausdauer war schon bitter. Die Wölfe, die ich hier heulen. Jeder wird diesen irgendwo da oben, nur ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. So, hier haben wir wieder Goblins. So, eigentlich bin ich ja noch knapp unter 6000 Punkte brauchen wir. Lebt das Ding oder ist er tot? Okay, das ist tot.
hier noch irgendwas, was lebt? Blutfliege. Blutfliegen weichen wir erstmal aus. Wir haben noch keine Giftresistenz. Und wo lernen wir Giftresistenz eigentlich? Ich freue mich schon drauf, das herauszufinden. Was haben wir da? Okay, die Banditen liegen hier auch immer noch tot rum. So, ich will noch mal kurz schauen. Hier in Montera, die Korndiebe müssen weg. Die ein bisschen weiter nördlich sind. Können wir uns auch mal drum kümmern. Die Blutfliege, die Blutfliege. Die Blutfliege ist auch immer noch tot. Finde ich gut. Zum Glück nicht gerespawnt. Hier die Wölfe sind auch tot. Ich finde es aber komisch, dass die hier, die Toten, die hier rumliegen, ob die nun Tiere sind oder menschlich, dass die sehr lange noch als tot dort rumliegend gespeichert werden. So, nochmal gucken. Weizen für den Lagermeister. Wie loyal sind die Ork-Söldner? Wen haben wir hier vergessen? Da muss doch irgendwer noch fehlen. Können wir ihn nochmal fragen? Hatten wir alle? Pass gut auf dich auf! So. Mach hier nicht noch mehr Ärger! So, wer fehlt denn noch? Darf ich da hoch? Ah ja, hier genau, hier durfte ich hoch, hier durfte ich rein. Okay, hier sind aber auch keine Morras, also keine Menschen. So, dann gehen wir mal dahin, zur Arena. Hab ich hier schon alle gefragt? Also alle mit Namen. Wir sehen uns. Liebes Handwerk. Pass auf dich auf. Du solltest meinen Rat annehmen. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Man muss eben aufpassen, was man so rumhält. Das gibt doch nur wieder Ärger. Am besten du erledigst es. Okay, hier habe ich glaube ich auch alle schon gefragt. Wer ist hier noch alles Ork-Söldner? Dem Schmied am besten aus dem Weg gehen? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. So, was mit ihm? Fort. Komm, gebe ich mal aus. Zeig mir mal, was du hast. Aber klar doch. Sag mir, was du brauchst. So. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat nichts, was ich haben will. Hat sich echt gelohnt. Sonst kann ich ihn nicht fragen. Nichts. Am besten, du hältst dich da raus.
Warte, draußen gab es noch welche. Stimmt. Stimmt, auf dem Hof habe ich hier vergessen, jemanden noch zu fragen. Klar, hörst gut reden. Orksöldner? Orksöldner? Wärtchen noch einen Namen von denen? Er hier, Dennis. Wie sieht's aus, Arena Champion? Die streunenden Wölfe sind ausgerottet. Du meinst, ich kann mich jetzt wieder entspannen? Ja. So sieht's aus. Das ist sehr beruhigend. Gut gemacht. Hier hast du deinen Lohn. Wir reden später. Du solltest meinen Rat annehmen. Okay, mehr nicht, oder wie? Weizen für den Lagermeister. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich habe damit kein Problem. Der letzte Scheiß. Du erledigst das selbst. Ach, hier haben wir noch jemanden. Okay, heißt er auch nur Ork-Söldner? Ich weiß, Mann, ich weiß. So. Mason. Lass mich erstmal Pause machen. Hier haben wir auch Waffenbündel, aber die will ich nicht beklauen. Die brauchen das. So, und mich wundert es, dass hier jetzt nicht noch, noch mehr Weizendinger sind. Oder ich war einfach, hab nicht gut genug geschaut. Na, jetzt ernsthaft, wo sollen die sein? Bis so. Später. Hör bloß auf mit der Scheiße. Na ernsthaft, wo sollen die die Weizensäcke noch sein? Hier drinnen? Als wenn das so einfach wäre. Es fehlen insgesamt 5 Stück. Ich weiß. Am besten du erledigst das selbst. Ich glaube, das ist wirklich irgendwo da hinten, diese Korndiebe. Die letzten 5. Weichern wir uns und gehen mal da auf die Suche. Bei den Snappern wahrscheinlich irgendwo. Hör bloß auf mit der Scheiße. Aber zum Glück gibt es hier keine Drachensnapper mehr. Zumindest bis jetzt. Bis jetzt noch kein Drachensnapper begegnet. Normalen Snappern, ja. Sind das die Korndiebe? Bison? Sind die stark? Sind die gefährlich? Da! Da! Jo, die sind gefährlich. Die sind stark. Die sind gefährlich. Schon 2 Uhr? Was? Okay, nach der Folge mache ich auf jeden Fall eine Aufnahmepause. Schon wieder 2 Uhr und wir haben schon Montag. Ich werde wieder super schlachten können. Okay, die Bisons lasse ich dann am Leben, in Ruhe. Aber ich laufe denen hinten mal hinterher. Die greifen mich nicht an. Daher greife ich die dann erstmal nicht an. Das geht aber tief runter. Was ist denn hier?
bin ich hier? Da haben wir eine Ruine. Okay, interessant, wo ich jetzt gelandet bin. Hier geht's auch nochmal wieder runter. Und hier ist eine Höhle. Aber was für eine? Speichern nochmal, bevor wir da reingehen. Ich weiß jetzt nicht, was uns da drin erwartet. Ne, Schwert. Fleischwanzen. Rakus? Bist du verrückt? Sei doch nicht so laut, oder willst du die Toten aufwecken? Wann stehen die Toten bei einfachem Lärm wieder auf? Seit wann stehen die Toten bei einfachem Lärm wieder auf? Das tun sie ja auch im Normalfall nicht. Sagen wir mal so, ich habe da ein wenig mit der alten Magie herumexperimentiert. Ach was. Ja, und ich fürchte, mir ist das Ganze etwas aus dem Ruder gelaufen. Und nun bin ich in dieser Höhle gefangen. Du bist ein ehemaliger Feuermagier? Du bist ein ehemaliger Feuermagier? Ja, das war ich einmal. Genau wie die anderen meines Standes. Doch ohne unsere Runenmagie sind wir nicht mehr als Schatten unserer selbst in diesen Tagen. Ich muss einen wichtigen Fund, den ich in dieser Höhle gemacht habe, ins Kloster nach Nordmar bringen. Sag schon, was hast du verbrochen? Sag schon, was hast du verbrochen? Ich habe mir die dunklen Magiekünste des alten Volkes zu Gemüte geführt. Ich wollte das Beschwören von Untoten erlernen. Ich habe mein Ziel ja auch fast erreicht. Bis auf eine Kleinigkeit. Was lief schief? Was lief schief bei deinem Experiment? Ich habe mich selbst mit den Ausgeburten der Hölle eingelassen. Und nun bin ich ein Teil von ihnen. Ich bin nun Gefangener meiner eigenen Torheit. Wenn ich versuche, diese Höhle zu verlassen, werden die Toten mich daran hindern. Ich hole dich hier raus. Lerimten. Erzähl mir mehr von deinem Fund. Erzähl mir mehr von deinem Fund. Es handelt sich um einen Feuerkelch. Es ist äußerst wichtig, dass er zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar gebracht wird. Aber wie du siehst, habe ich erst noch ein bis zwei Probleme hier. Okay, ich hole dich hier raus. Ich hole dich hier raus. Meinst du, dass du das schaffst? Wir werden sehen. Gut. Ich werde es versuchen. Aber du musst mir den Rücken frei halten, ja? Noch nicht jetzt. So. Nein, nicht Rakus. Fleischwand. Die will ich looten. So. Und noch eine Schlange. So, wo sind die Untoten eigentlich? Da unten wahrscheinlich, ja? Zauberwurzel. Ich frage, wie viele Fleischwanzen sind denn hier? Bevor ich aber hier weitergehe, ich speichere nochmal. Wissen, wo die ganzen Untoten sind. Also hier sind auf jeden Fall die Skelette. Die werden wahrscheinlich aufstehen, gehe ich mal von aus. Und dann angreifen. So, war hier nicht noch eine Fleischwanze, die ich looten konnte? Wo
Hier, die Dinger sammle ich auch mal ein. Okay, hier oben gab es sonst nichts. Ich will mal weiter runter gehen und gucken. So, was mit Wertgut? Kann ich die looten? Ja. So, ich nehme denen schon mal die Waffen weg. Hat der auch noch eine? Schrein von Belia. Natürlich ist hier ein Schrein von Belia. Belia hat irgendwie mit den Untoten und dem Bösen zu tun. So, Truhe öffnen. Auch wieder alles mitnehmen. So, kriegen wir das auch? Ja. Krankheit übertragen. Ah, okay. Krankheit ist dafür zuständig. Ich speichere nochmal. Ich gucke mal, wegen der Uhr. So, Verwandlung Snapper, Verwandlung Wolf. Sprengfall? Okay, dann wollen wir jetzt mal riskieren. So, Rakus? Lauf, alter Mann. Lauf, alter Mann. Inos, steh uns bei. Da sind sie schon. Die Biester lernen es nicht. Alter, wie viele sind denn das? Da! 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 Alter, was? Ich glaube, das machen wir, wenn wir stärker sind. Ich glaube, das überstehen wir gar nicht. Hier kommen wir nochmal wieder. Definitiv. Also dafür werde ich aber, ich sag mal so, die Schwierigkeit zwischen denen ich höchstens wechseln würde, weil wegen Anspruch oder so, wäre tatsächlich hier höchstens zwischen schwer und normal. Aber ich würde nicht auf leicht machen wollen, sagen wir so, weil dann könnte ich auch gleich Marvin Mode anmachen oder so. Oder cheaten. Das will ich nicht. Ich habe jetzt nur einmal bisher jetzt geguckt, so ob das mit den auf Schwierigkeitsstufe schwer vielleicht passen, eher passen würde. Dann nochmal kurz auf normal wieder zurückgemacht. Und dann überlege ich mir, auf welche Schwierigkeitsstufe ich dann bleiben werde. Was ist das? Ein Schattenläufer. Ist das stark? Sieht schon danach aus, ja. Zwei Schattenläufer, was? Okay, da blieb mir echt keine andere Wahl. Zwei Schattenläufer einfach. So, aber wo muss ich jetzt eigentlich hin?
So, wo könnten die Korndiebe sein? Da ist eine alte Hütte. Dort vielleicht? Was habe ich gehört? Ist hier ein Snapper? Da sind Snapper. Es sind aber auch echt viele hier eigentlich. Was ist das? Der Baum ragt ein bisschen heraus, sagen wir so. Kann es sein, dass vielleicht die Snapper die Korndiebe sind? Das ist ja alles voll mit Snappern. Ich glaube, hier kämpfen ein paar Dodos gegen die Snapper. Da ist noch so ein Baum. Und hier sind Wölfe. Jo, Dodos gegen Snapper. Okay, was ist das hier für ein Wald? Und was ist das da? Ich glaube, das werden wir mal sein lassen hier. Ich glaube, gegen die werde ich den Kampf definitiv verlieren. Na, aber echt, wo soll ich hier nach den Korndieben suchen? Oder sind die Snapper hier die Korndiebe? Dir werde ich zeigen. Ne, hier. Das sind sie. Jetzt bist du dran. Bleib stehen. Dir werde ich zeigen. Korndiebe. Da. 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 Super. Hätte ich vielleicht die Snapper hier herlotsen sollen? So, aber es ist jetzt auch schon gleich 2.30 Uhr, halb 3. Ich muss definitiv jetzt langsam ins Bett. Daher würde ich sagen, gegen die Korndiebe machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!